Wie sammeln Ninja waren die Wies, Verdien, Sigma, Max, Summ, H-Wert, E, Watt, Exempel, Tritt, die Träg, Massiv, Newton per Millimeter, bei die andere, mit Flüchtigrenzen, FÜ, Materialien. Damit für Sigma, Max, mehr Meter, der liegt FÜ. FÜ finde wie die Spannungs-Teilungsdiagramme. Den verenkelten Sigma-Epsilon-Kurven bestehen auf ein elastisch und plastisch Kurvedel der Knäckepunkte definierte Flüchtigrenzen EÜ. Solange Teilungen ermindere ein Epsilon Ü, erspendigene elastische und proportionale mit Teilungen. Das heißt, wir jetzt Sigma Epsilon Diagramm. Epsilon und Delta L delt pro L. Da sehen wir, wo dann das sehr üt und wo dann Epsilon Ü definiert. Axialstab von der Utsat vor Streck in Streckprüfemaschinen, ihren Motor, wo dann die bestimmte Flüchtgrenzen, ihren Teunungsversuch. Ja, der den Motor, wo dann wie Grieper starben der, Oberführerkräfte Kräfte jenem starben der. Da habe ich jetzt Schnitt, da habe ich Längen L und davor wie Delta L zum bewegt sich, nur wie H Porschens diese Kräfte pro Starbende. In Fritt-Legemet-Diagramm sehe ich wie diese Kräfte und sehe diese Spänninge Sigma Gamma A, die er liegt weg mit Kräften der. Das kriegen wir in der Sigma RE gange Epsilon und ER Elastizitätsmodul. Verstoll er der 2,1 gange Theopoid die femte Newton per Millimeter abheut die andere. Und der Delta voll Epsilon minte Epsilon Ü, Okalles Hooke's Law. Die Zusammenhänge Kantenspannungen, Sigma Max, so Spannung üteste Fieber, und Momente MED, bestimmen wir mit Hjälp auf elastisch Querschnittsmodul W elastisch. Das kriegen wir nicht jen Liegling, wie hatte für, nämlich at Sigma Max MED delt zu W elastisch, der MED delt pro I gange pro Max. Nur Momente i Bjelke öker till MÜ större än Flüchtigrenzen gange elastisch Motstandsmoment. Bühne der Aflüte in äußerste Bjerkefieber. Da zum Moment der ökes ütterligere verblieb Spänningen in äußerste Fieber konstant, men Teuningen öker. Krümmlingen blieb större. Ihr Henhold die Sigma-Epsilon-Diagramme, er Spänningen liegt Flüchtigrenzen in alle Querschnittsteile zum H Teuningen större in EU. Der Teuningen er mindere. Erspannungsverteilungen linear elastisch. Ja. Das heißt, ein Bjelke, so ein Kraftquotient, wo ein sieht, fast inspannt, da wird wie at Spannungen über Längen öker. Das heißt ja nicht, wo dann das erhöht. Der fast instant vor n sieht, das da haben wir in Kraft F zum Wirker, der Wert wird Spänninge, die större, större, over Zwerchschnitte, da teilen wir Positionen, Position E, da habe ich lineare Spänningsverteilung, in der Position, da habe ich in Del plastisch Spänningsverteilung und Del linear, und da habe ich bare
plastisk spenningsfordeling. Der har vi plastificering i hele tværsnit. Der står sigma er mindre fy, epsilon mindre ey, sigma er lig fy, epsilon større e, epsilon y, og der i sidste position, der har vi sigma vældig stor i forhold til fy, og epsilon er vældig stor i forhold til ey. Når spændingsfordeling over tværsnittet ved et øget moment går fra triangulær til en rektangulær form, ser man at tværsnittet plastificeres. Materialet tøjes ind i det plastiske område. Plastificering forudsætter derfor at materialet skal kunne stykkes uden at man får lokal knækning. Og dette er årsaken til at trykpåkjente tværsnittsdeler ikke skal være for slanke. Fordi da får vi ikke plastificering, da får vi deformation. Det betyder, da kan vi ikke overføre spændinger. Da viser det i disse bildene, at vi, hvis vi har profiler som er for slanke, eller hvordan de kan deformere sig. Man kan tænke sig, at når hele tværsnittet plastificeres, en sluttilstand, der spændingerne over hele tværsnittet har nået flyttegrænsen. Momentet, som tilsvarer denne spændingsfordeling, er tværsnits plastisk moment. Das hier wie ein plastisch Flüttegrenzengange, plastisch Motstandsmoment. Und ich et Exempel, da wie sie wo dann Spannungsverteilungen sehr üt. Da haben wir einen Tverschnitt der, und da sehen wir diese Spannungsverteilungen, zum ein Resultat auf Plastifizierung. Ja, und da teilen wir Tverschnitte, diese Elemente, die überführen, über hele Areal, ein Spannung zum Til, kann Til zwar Flüttgrenzen. Da skriver jeg ned, hvordan vi beregner W-plastisk. Og med ord kan vi sige, plastisk tværsnitsmodul udregnes ved, at man tager tværsnittet og deler i to arealmæssigt like store deler. Og så får vi plastisk neutral akse. Regner man Summen auf første Arealmoment und denne Achsen får man tværsnitsplastisk tværsnitsmodul. For die Spänningen ich kann overskride flyttegrenzen, er dette det største momentet som tværsnittet kan opta. Så vi har sagt at trykpåkjente tværsnittsdeler ikke skal være for slanke, så er tværsnittsgeometri vigtig, og vi definerer tværsnittsklasse. Hørt at tegne et profil som er slank, der kann lokal knicken optreten, da kann ich überführen Spänninger. Dafür sind diese Profile wie Tal, die kann ich wieder verschlanken, weil die kann überführen
Spenninger Uetnat, die et wie vor ein Schlags Knäcking, ein Schlags Siede bewegelt se. Da teilen ja et Diagramm, wie se der Moment der horizontale Rotation, ja, da vorstellen wir uns ein Pierk, jetzt mal fast inspend, und da teilen wir Moment Linie der. Da, wie sie wo dann Spanning im aufhört, da habe ich lineare Spanningsverteilung mit enkelte Spanning aus dem Mangler, da habe ich eine lineare Spanningsverteilung, da habe ich eine plastische Spanningsverteilung, wo ich eine plastische Spanningsverteilung, da habe ich zum Resultat vier Querschnittsklasse. Da teile ich ein Diagramm zum Helder Momentkapazität und wo dann diese Momentkapazität definiert. Daher Klasse 1, daher Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4. Und in Ü-Rating habe ich so der M-Elastisk, M-Plastisk und M-RD. Und da, wie Sie hier erste Zwerchschnittsklasse betüren, wie kann überführen plastifizierte Spanning über jeden Zwerchschnitt. Und so eine andere Zwerchschnittsklasse. Dritte Zwerchschnittsklasse betüren, wie tillaterbare lineare Spanningsverteilungen. Und vierte Zwerchschnittsklasse, das sehe ich, der Mangler Spanninger über Spanningsinformationen. Für die Del hat lokal Knicking, da kann ich auch ich überführe Spanninger. Da wissen wir, wer die zum Helder C Del pro T, der Lambda. Der näherliegende und betrachte Drückpflänzer und Drücksteg zum isolierte Staff. So wie wir sehen, verschlankte Profile, wie wir wieder vor wie lokal knicken, so tabe ich enkelte Teile und sehe vor diesem um diese Drückstarre. Ja, und dann definieren wir ein Schlankherz wie diesem, hier der Lambda, so man delt C delt pro T. Und hier Bilder, N-Siede für, da hat er wisst, wo dann C und T war definiert. Die er definiert zum Vorhalt mit einem geometrischen Störrelse und einem Querschnittsparameter.